In diesem Video verrate ich dir, wie ich mit zwei einfachen Methoden für meine Kinder finanziell vorsorge. Ich bin selbst Vater von zwei kleinen Kindern, für die ich jedes Monat einen gewissen Geldbetrag investiere, eben um für sie finanziell vorzusorgen. Und das sind zwei Methoden, die sehr, sehr einfach umzusetzen sind, quasi für jedes Budget geeignet sind und daher für jeden replizierbar sind. Daher ist dieses Video genau das Richtige für alle, die schon Kinder haben, für die sie finanziell vorsorgen möchten und natürlich auch für all jene, die vielleicht in Zukunft Nachwuchs erwarten. Mein Name ist Tobias Lehrdolter und willkommen in der Frühpension. Wenn ihr mehr Videos zum Thema Finanz und Investment sehen möchtet, dann liked dieses Video, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Warum überhaupt vorsorgen? Ihr könnt euch sicher selbst noch alle daran erinnern, mit 18 hat man einen grenzenlosen Optimismus. Die Welt liegt einem zu Füßen. Es gibt ganz viele Optionen, in die man gehen kann als 18-Jähriger oder 18-Jährige. Das kann sein eine Ausbildung, eine Weltreise, ein Unternehmen starten. Aber viele dieser Wege, viele dieser Perspektiven hängen natürlich auch damit zusammen, ob es ein gewisses Budget gibt, mit dem man diese Sachen dann auch tatsächlich machen kann. Und wenn man hier als Elternteil einen gewissen Grundstock leisten kann, ein gewisses Budget bereitstellen kann, kann das natürlich eine riesen Hilfestellung sein für die eigenen Kinder, viele dieser Perspektiven auch tatsächlich umsetzen zu können. Man denke zum Beispiel an eine Ausbildung, ein Studium oder vielleicht auch ein Studium im Ausland. Alles Dinge, die sehr lehrreich sein können und auch für Kinder ein sehr prägender Bestandteil der Ausbildung sein können, die aber natürlich mit Geld verbunden sind. Und genau auf diesen Gedanken, für die eigenen Kinder nur das Beste zu wollen, darauf sind natürlich viele Banken und Versicherungen aufgesprungen, die eigene Produkte geschaffen haben, wie zum Beispiel Ausbildungsversicherungen oder Kinderpensionen, die natürlich alle etwas Gutes wollen, aber in Wahrheit sehr, sehr hohe Gebühren haben. Deswegen sollte man sich bei diesen Produkten die Gebühren besonders gut ansehen und in Wahrheit einen großen Bogen um diese Produkte machen, weil für die Investments, für die Kinder sollten die gleichen Maßstäbe gelten wie für die eigenen Investments. Und das sollte sein, hohe Diversifikation, geringe Kosten und ein langer Anlagehorizont. Und hier gibt es jetzt zwei Wege, die ich persönlich verfolge und die ich euch jetzt hier gerne vorstellen möchte. Das erste, was ich gemacht habe, als ich Vater geworden bin, war eine Ablebensversicherung abzuschließen. Das hat natürlich einen ganz starken Absicherungscharakter, wenn mich morgen der Blitz trifft oder mich aus einem anderen Grund in der nächsten Zeit das Zeitliche segnen sollte, erhalten meine Nachkommen, meine Frau, meine Kinder einen gewissen Geldbetrag, den ich jetzt hier an dieser Stelle nicht nennen möchte, nicht, dass noch jemand auf blöde Gedanken kommt. Und mit diesem Geldbetrag sollte meine Familie dann zumindest einige Jahre gut über die Runden kommen. Das heißt, für mich das Gefühl der Sicherheit, wenn mich morgen der Blitz trifft, weiß ich, meine Familie hat trotzdem noch die nächsten Jahre ein Dach über dem Kopf und es gibt mir eine gewisse Sicherheit, auch in anderen Bereichen für meine Kinder vorzusorgen. Und ich weiß, dass dieses immanente Risiko, da ich als Vater aktuell für die Finanzen meiner Kinder natürlich auch verantwortlich bin, bis zu einem gewissen Grad gedeckt ist. Und diese Ablebensversicherung, die kostet mich im Monat rund 30 Euro und das ist mir diese Sicherheit auf jeden Fall wert. Und für das zweite Szenario, also falls mich der Blitz nicht treffen sollte, mache ich etwas ganz, ganz Ausgefallenes, ganz Ausgefuchstes, niedrige Kosten, hohe Diversifikation. Was könnte das sein? Und zwar, ich investiere in einen ETF-Sparplan. Wie ihr wisst, gibt es ja eine Hülle und Fülle an unterschiedlichen ETFs und unterschiedlichen ETF-Sparplänen. Die meisten eint, dass sie sehr günstig sind und sehr hoch diversifiziert sind und dass man über die monatliche Sparrate sehr kostengünstig in den ETF investieren kann über längere Zeiträume hinweg. Ich habe mich hier für den iShares Core S&P 500 entschieden. A, weil er sehr, sehr kostengünstig ist. Er hat eine TE-Ratio von nur 0,07%. B, weil er sehr breit diversifiziert ist. Und C, weil meine Frau und meine Kinder US-amerikanische Staatsbürger sind und es deswegen hier einen großen Connect zu Amerika gibt. Ich investiere jeden Monat 150 Euro pro Kind. Dieser Betrag entspricht ungefähr dem österreichischen Kindergeld, das man im Monat bekommt. Und mit diesem Betrag, diese 150 Euro, wenn man jetzt annimmt, dass man das für 18 Jahre einzahlt, also bis zum 18. Geburtstag, und wenn man sich ansieht, wie der S&P 500 sich die letzten 70, 80 Jahre entwickelt hat, kommt man eben auf diese 7% Wertsteigerung pro Jahr. Und wenn man diese 7% Wertsteigerung annimmt für die nächsten 18 Jahre, werden aus diesen 150 Euro, die man pro Monat einzahlt, in 18 Jahren eben fast 65.000 Euro. Und mit diesen 65.000 Euro kann man schon ein Studium finanzieren, bis zu einem gewissen Teil ein Auslandssemester oder ein Auslandsstudium oder eben einen sehr, sehr teuren Führerschein. Und wenn man es jetzt schafft, in diesen 18 Jahren dem eigenen Kind den Zinseszinseffekt näher zu bringen, vielleicht mit Frühpensionen-Videos,
und das eigene Kind diese 65.000 Euro mit 18 nicht braucht, sondern einfach reinvestiert lässt, aber selbst keinen einzigen Cent mehr einzahlt und weiterhin in den S&P 500 investiert bleibt, werden aus diesen 65.000 Euro in den nächsten 18 Jahren satte 215.000 Euro. Das heißt, wenn das Kind 36 ist, gut, dann ist es schon längst kein Kind mehr, aber mit 36 hätte es dann 215.000 Euro zur Verfügung. Da kann man dann so vielleicht ein Haus bauen oder ja, Führerschein, Pilotenführerschein könnte man dann sogar machen. Also wirklich eine Summe, mit der man auch mit 36 sehr, sehr viel anfangen kann. Mir ist natürlich klar, dass sich nicht jede Familie einen Betrag von 150 Euro pro Monat pro Kind leisten kann. Gerade wenn man mehrere Kinder hat. Aber auch ein Betrag von 50 Euro pro Monat pro Kind kann schon einen riesen Unterschied machen. 50 Euro auch mit einem S&P 500 ETF angelegt, werden bei 7% über 18 Jahre hinweg fast 22.000 Euro. Ich möchte hier also nochmal ganz klar betonen, dass es wichtig ist, nicht in diese Denke zu verfallen, naja, bevor ich so wenig mache, mache ich lieber gar nichts, das bringt ja gar nichts. Das ist ganz, ganz falsch, weil auch 50 Euro können schon einen riesen Unterschied machen für eure Kinder und auch für euch. Also das sind jetzt die zwei Arten, mit denen ich für meine Kinder finanziell vorsorge. Das eine eben, wenn mich der Blitz treffen sollte, dass meine Frau und meine Kinder noch einige Jahre den Lebensstandard, den wir jetzt haben, weiterleben können. Und das andere, falls mich der Blitz nicht treffen sollte, was ich stark hoffe, weil das würde ich gerne selbst miterleben, wo meine Kinder dann sind, wenn sie 18 sind, welchen Weg sie gehen möchten. Ist es eine Ausbildung, ein Unternehmen gründen, eine Weltreise, was auch immer, kann bei all diesen Wegen nicht schaden, wenn man ein gewisses Kapital zur Verfügung hat. Und deswegen freue ich mich, dass ich diese Investments auch für meine Kinder machen kann. Ich glaube, diese finanzielle Belastung, die ich hier auf mich nehme, das ist etwas, was sich sehr viele Familien leisten können. Diese 150 Euro im Monat, auch noch wenn man das in abgespeckter Form macht, nur 50 Euro macht das einen riesen Unterschied. Mit diesem sehr einfachen und leistbaren Investment kann man also dem eigenen Kind sehr, sehr viele Optionen offenhalten. So, das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. In diesem Sinne, viel Spaß beim nächsten Blitzschlag und bis zum nächsten Mal.